Gelapp, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Rejoined to Souls. So, liebe Leute, danke für den Support in der letzten Folge. Wir machen jetzt hier direkt weiter. Die paranormale Schneeballschlacht nenne ich das Ganze heute mal. Mal schauen, was da jetzt so geht. Komm mal schnell, versteck dich, du wirst sonst eingesammelt. Oder? Machen wir mal. Oh! Wow! Volltreffer! Oh! Hit! Stopp! Schluss hey! Oh! Und ist der. Da, Deckung! Laufen, 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 laufen! Und erwischt! Bam! Lauf! Zack! Woo! Voll auf die Möhre! Komm schon, los auf ihn! Komm her! Da! Der steht da! Alles gut? Wollte Fässer werfen, aber einen hilft mir nicht. Worauf denn warten? Ja, jeder Wurf ein Treffer. Ah, ihn können wir jetzt doch. Bams! Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, nein, lass mich gehen. Oh oh, jetzt werden wir eingeseift. Lässt du sie in Ruhe? Wir können das auch. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Wie denn? Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch! Jodie Holmes ist eine Hexe! Komm mit, komm mit! Wir gehen heim! Komm, Hauptsache komm Fettbacke! Der hätte mir doch lieber killen Geh sollen! Jetzt ins Haus. Nächstes Mal killen wir ihn einfach! Mein Gott, was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gemacht! Aiden war es! Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Okay. Nein, nein. Richtig Ärger. Geh in dein Zimmer. Jetzt hat er aber den Kackstift in der Hose. Oder? Da ist die Hose leicht braun angelaufen. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Okay. Okay. Jetzt will er natürlich wieder. Geh weg, ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind! Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Das. Susan, das ist ein Monster! Ach, sofort, was? Aber über sie zu reden! Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Okay.
Okay, da gehen wir mal lieber zurück. Wir wollen gar nicht wissen, was die mit uns vorhaben. Schlaf ein kleines. Alles wird gut. Alles wird gut. Papa Ben ist am Zug. Oh. Wir Okay. brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Ja, gehen wir noch den Teddy, den Hasen und knuddeln. Dann machen wir die Augen zu. Die Arme. Oh Gott, was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Okay. Nicht gespielt habe, kein Key. Gut benommen, nicht gespielt habe. Ah, okay. Schuhkarton übersehen. Zu 82% ihr Weg. Boah, hat keiner so genommen wie ich. Okay, kein Problem, Krimen. Kein Problem, wir sind schon immer was Besonderes gewesen, also machen wir uns da auch mal keine Gedanken drum. Jodie. Oh. Wach auf. Jetzt sind wir wieder hier. Mein Gott. Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Ich muss groß. Helf mir dabei, bitte. Die DPA hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfallen. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Ach du Sie wollen, Scheiße. Dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Ibims, der Schuhkarton. Weiterfahren. Jodie, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tu's. Okay. Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Verstehst das nicht? Sie ist die Einzige, die das beenden kann! Alter, was ist denn hier passiert? Hi? Ist irgendwelche Informationen von drin? Ist das die Kleine? Irgendwas? Verzeihung, ich hab gehört, sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Darf ich doch? Dankeschön. Ich meine, ich kann auch wieder gehen. Ihr habt die Kacke am Dampfen, nicht ich? Die armen Leute, Mann. Wie viel hier los ist. Das ist ein alter Brunnen. Das ergibt alles keinen Sinn. Okay, dann mal aufwachen. Die armen Leute. Alles vernichtet. Es wird alles wieder in Kurs. Was ist das los? Wie sehen Sie aus? Sie verheimlichen uns etwas. Dieser Strahl.
Es ist unmöglich einzugehen. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jodie, die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Da hat sie auch wiederum recht, ne? Ich schaffe das. Jetzt sind wir auf jeden Fall knifflig. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Ionit! Das ist ja Aiden, der Rudelführer. So, der Alpha-Geist. Oder Alpha-Wesen. Sagen wir Alpha-Wesen. Hallo? Jemand da? Nein? Gut. Da muss auf jeden Fall gleich mal der Hausmeister kommen. Das Licht blitzt hier. Das kann auch mal neu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Aiden geht jetzt erstmal kurz gucken hier. Okay. Sehr viel Blut auf jeden Fall. Recht blutig. Okay, hier kann allgemein mal aufgeräumt werden. Wo ist der Meckerkasten? Das müssen wir mal hier festhalten. Ist hier irgendwas? Oh, wir können uns auch erstmal hinsetzen. Ein bisschen chillen oder so. Ich wollte sagen, alles voll Alarm, aber der Aufzug geht. Ich weiß nicht. Gehen wir mal hier rein. Nach unten bewegen. Sollen wir hier drauf drücken? Ne, er kommt aus dem... Boah, ist der laut, der Aufzug. Quicktime-Event natürlich. Mal wieder am Start. Yummy, 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 yummy. Achso. Dass er hier mit Toten rechnen muss, ist das der auch anhand des Blutes schon einiges sagen müssen, oder? Sehe ich das falsch? Wir brauchen easy seinen Ausweis. Ah, dann sehen wir, was er gesehen hat. So läuft. Komm schon. Wow. Krass, dass wir sowas auch machen können. Und jetzt? Wow. So, liebe Leute. Falls es jetzt so spannend ist, machen wir natürlich hier den Cut. Ich hoffe, ich ärgere euch nicht zu sehr damit, aber ich will die Spannung ein bisschen aufhalten. Aufrechterhalten, aufhalten. Ich will die Spannung aufhalten, die dürft keine mehr haben. Aufrechterhalten und ja, Support ist come on. Ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zur nächsten Folge. Hauen Sie rein.